Wir haben heute Frau Marie-Louise Wolf zu Gast, die gerade ein wunderbares Buch veröffentlicht hat bei uns, Die Anbetung, über eine super Ideologie namens Digitalisierung. Und Frau Wolf kommt gerade direkt aus Darmstadt, wo sie der Integra AG Vorstandsvorsitzt. Ist, glaube ich, ein Energieversorger, der noch in öffentlicher Hand ist, wenn ich das richtig weiß. Vorher hatten sie andere Posten in der Industrie querbeet inne. Sie sind aber, das haben Sie mir verraten, Musikwissenschaftlerin eigentlich. Das müssen Sie uns jetzt ganz kurz erklären, wie man als Musikwissenschaftlerin dazu kommt, einem Energiekonzern vorzustehen. Ja, die Erklärung ist ganz einfach. Und das fragen mich immer ganz viele Leute, wenn sie meinen Lebenslauf lesen. Also das war so, ich habe zunächst Lehramt studiert und habe dann festgestellt, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ich studiere in die Arbeitslosigkeit hinein. Dann habe ich eine Promotion angeschlossen, wo dann erstmal wissenschaftliche Hilfskraft, wie das so geht. Und für das Schreiben einer Dissertation habe ich 2 Jahre in Amerika gelebt. Das war eine ganz intensive Zeit. Es war Mitte der 80er Jahre. Ich habe erstmal gegen Ronald Reagan demonstriert, als ich da angekommen bin. Und dann habe ich meine Dissertation geschrieben. Dann bin ich zurückgekommen, hatte die dann auch fertig und bestanden und so weiter. Und mein Doktorvater sagte, du bist ja genau richtig für die Wissenschaft. Mach jetzt hier mal weiter, nochmal weiter, wissenschaftliche Hilfskraft. Und das habe ich genau 6 Wochen gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee. Ich bin ein Freund der Wissenschaft, so ist das gar nicht. Aber das Tempo in den Geisteswissenschaften war mir nach 2 Jahren Amerika, wo ich einen ganz anderen Rhythmus gewöhnt war, zu langsam. Das war nicht so mein Ding. Und dann, wie der Zufall es manchmal will, habe ich jemand getroffen, der in der Unternehmenskommunikation der Bayer AG eine führende Rolle einnahm und der sagt, ah, du kommst gerade aus Amerika, wir haben hier gerade so Probleme mit NGOs, wir müssen erst mal verstehen, was die überhaupt wollen. Und diese Greenpeace-Leute, die haben jetzt unser Hochhaus verhängt und wir brauchen jemanden, der da mal an die rankommt. Kannst du das machen? Und dann habe ich mich so als kleine Fremdhilfskraft mit NGOs in der chemischen Industrie beschäftigt. Mhm. Ja, was wollen die eigentlich? Was wollen die von der chemischen Industrie? Was müsste man ändern und so weiter? Zu der damaligen Zeit war der Begriff auch NGO noch nicht so geläufig, wie es heute ist. Nee, man wusste eigentlich gar nicht, was ist das? Ist das? Was machen die hier? Ja. So, das habe ich 2 Jahre gemacht, habe da auch meine Amerika-Erfahrung gut einsetzen können, fand das auch nicht unspannend, habe mal Großkonzern kennengelernt. Habe gemerkt, was man gestalten kann, ja, was die für große Räder drehen. Habe auch gelernt, was das dann doch in so einem riesigen Unternehmen für bürokratische Prozesse im Grunde sind, immer was ändert. Also das wird einem schon auch klar, relativ schnell. So, und dann kam ein Angebot der Firma Sony, Festanstellung als Referentin, das habe ich dann gemacht. Und habe insgesamt 8 Jahre für Sony gearbeitet, also technisches Unternehmen. Das Unternehmen war damals, ich sag mal, von der Anerkennung sowas wie Apple heute. Ja, so ein riesiger Elektronikkonzern, der damals ein ganz breites Spektrum an Technologien anbot. Und das veränderte sich den in den Walkman 8 Jahren, zum Beispiel, ne? Walkman, der berühmte Handycam, Mavica, große Kameras, man kann am Sony nicht vorbei. So, das änderte sich aber. Also sie kauften ein Filmstudio, sie kauften eine Schallplattenfirma, sie verlagerten sich immer mehr auf das Thema Unterhaltung. Und für mich war ein Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, ist das noch mal ein Unternehmen, war der Start des Vertriebs der PlayStation. Ja, das wurde der Renner, PlayStation und Videospiele. Das war mir mit meinem Studium und mit meinem auch schon kritischen Hintergrund, den ich hatte aus meiner Studienzeit mit nur Alt-68ern als Lehrern, die aber tolle Lehrer waren, da konnte ich mich nicht so richtig mit identifizieren. Also ich habe dann bewusst die Entscheidung gefällt, ich will hier raus, ich will nicht nur noch Videospiele verkaufen mein Leben lang. Und dann kam eben ein Angebot der damaligen Feber AG.
Das war 1995, Ende 95. Und die sagten, wir suchen jemanden, der sich in der Wettbewerbsindustrie auskennt, der sich mit Konsumgütern auskennt, weil wir gehen jetzt in eine Liberalisierung. Wir werden hier liberalisiert. Das heißt, wir müssen Strom anbieten, wie Sie jetzt gerade einen Walkman verkaufen. Feber, großer Energieversorger. Ja, riesiger Energieversorger, aber Mischkonzern, Telekommunikation, Chemie, da war alles Mögliche noch dran. So, und dann war ich doch zu verschiedenen Vorstellungsgesprächen. Und was mir gefallen hat an diesem Unternehmen und an diesem Job, den ich bis heute ja mache, ist die Ernsthaftigkeit der Menschen in dieser Branche. Die kümmern sich um ein sehr ernsthaftes Thema, um ein existenziell wichtiges Thema, haben seit dieser Zeit enorm viele Wandlungen durchgemacht. Ich nenne das Thema Kernenergieausstieg, das Thema Kohleausstieg und so weiter. Und diese große Ernsthaftigkeit und übrigens auch das Technische hat mich immer angesprochen. Also weniger die große Marketingblase, als wir machen hier mal ernsthaft Versorgung für Menschen. Lange Erklärung. Wie viele Mandarinen gehen denn in einen Bus? Ja, das sind wir direkt in meinem Buch. Ne? Werden wir später vielleicht noch besser aufklären können. Ja. Aber die Frage hat, wenn man Ihr Buch gelesen hat, eine große, wie soll ich mal sagen, Wirkungsmacht. Fragen dieser Art haben eine große Wirkungsmacht. Ich wollte aber mit Ihnen ganz kurz erst nochmal über den Begriff Digitalisierung sprechen. Wir haben auch im Vorfeld beim Entstehen Ihres Buches verschiedentlich schon mal darüber gesprochen. Mhm. Es gibt ja keinen Tag, an dem nicht irgendwo irgendetwas zur ganz, ganz wichtigen, zum wichtigen Vorantreiben der Digitalisierung die Rede ist. Was verstehen Sie unter Digitalisierung? Niemand kann so recht. Versuchen Sie es mal. Ich versuche es mal, ne? Also für mich gibt es drei große Ausprägungen, die man der Digitalisierung zuordnen kann. Das eine ist die Automatisierung aller Prozesse, vorwiegend in der Industrie. Ja, von der Schreibmaschine zum PC, alles was damit verbunden ist, dass wir heute automatisieren, was also geht. Also mehr eine historische Betrachtung. Ja, die ja immer weitergeht. Ja, heute, und das ist auch ein Aspekt meines Buches, müssen wir uns meines Erachtens stärker auch auswählend damit befassen, wollen wir zum Beispiel, nehme mal ein Beispiel aus meinem Geschäft, Kunden nur noch über Bots behandeln. Ja? Kein Menschen mehr am Telefon, sie finden ja heute kaum noch eine Telefonnummer. Und wenn sie eine Telefonnummer finden, dann antwortet ihnen eine Maschine. Ja, ist das gut? Ist das der Weg? Ja, das machen alle, weil es so billig ist. Ja, aber ist das, muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das ein Weg ist, der für uns alle ein kluger Weg ist. Oder das Thema, wir hatten früher alle sogenannte Service Points in den Städten, ja, wo Leute sich beraten lassen konnten, wo wir Hilfestellung geleistet haben, wird mehr oder weniger geschlossen. Sind das richtige Wege? Weil wir machen ja alles automatisch. Dass wir eine Kundenschnittstelle automatisierbar machen, ist richtig. Ja, dass man nicht mehr bitte, bitte sagen muss, um eine Adressänderung durchzukriegen, ist ein richtiger Weg. Aber ich bin dagegen, dass man alles automatisiert, ohne zu hinterfragen, was passiert eigentlich mit Menschen am anderen Ende. Das ist so ein Beispiel. Das kann man jetzt noch weiter drehen. Ja, wir hören ja die apokalyptischsten Szenarien über 40, 50% der Arbeitsplätze werden wegfallen. Und das muss auch so geschehen und das ist auch alles richtig so. Ja, also da habe ich ja in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel zu. Ja, die Arbeit wird sich stark verändern, aber ich meine, wir sollten uns sehr viel mehr überlegen, was wir verändern wollen. Denn wir sind ja die, die das organisieren. Gibt es nicht aber, also das trifft natürlich vor allen Dingen Technologie und Hochtechnologie-Industrien, Automobile, sowas. Aber es gibt natürlich auch viele Wirtschaftszweige, da scheint mir das doch ziemlich ausgereizt zu sein, was gemacht werden kann an Glättung durch Digitalisierung. Es gibt ja ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, also ich sage nur mal Gesundheitsbereich, Pflegeroboter,
operieren durch Roboter. Also da ist ja unendlich, ja, das, was man sich schon vorstellen kann. Da ist immer wieder die Frage, die wird uns auch gestellt werden, wollen wir wirklich Pflegeroboter? Wollen wir das einführen? Das ist ja ein, ich sag mal, Maximum. Ja, ja. Automatisierung. Das ist eine politische Frage natürlich, da muss sich die Gesellschaft darauf einigen oder eben nicht. Aber mir scheint doch dieser Begriff Digitalisierung, Kanzlerin hat ihn kürzlich wieder verwendet, von Schulpark, da kommen wir dann noch gleich drauf. Mir scheint er doch tatsächlich, wie Sie es benennen, auch vollkommen ideologisch aufgeladen zu sein. Eine Robotisierung hat es auch in den 60er Jahren und sowas gegeben. Und natürlich schreiten die Entwicklungen voran, aber an denen habe ich sozusagen als Bürger genauso viel oder wenig Anteil, ob es jetzt Roboter gibt, die operieren können oder nicht, wie damals an der Entwicklung in der Automobilindustrie. Aber hier scheint es mir doch zu sein, jeder und alle sind bis in die Haarspitzen davon betroffen. Jeder ist betroffen. Richtig. Und das eine, die eine Seite, die wir bis jetzt gerade besprochen hatten, ist das Thema Industrie. Jeder ist betroffen heute durch ein 24-Stunden-Überwachungsgerät, das Smartphone heißt. Ja, das ist die individuelle Seite, die wirklich jeden betrifft. Wir haben großes Wort, Überwachungsgerät. Ja. Ein großes Wort, können Sie vielleicht... 24-Stunden-Überwachung, 24-7. Ja, wer überwacht da? Ja, das ist die große Frage, ja, wer da überwacht. Also auf jeden Fall überwachen die Plattformkonzerne, die da heißen Google, Facebook, Apple, Amazon, ja, die wir auf den Geräten benutzen. Also ich möchte nicht unterbrechen, aber ist es dann so, jeder weiß im Prinzip, dass wahnsinnige viele Daten mit dem Betreiben dieses Gerätes entstehen. Was dann tatsächlich damit gemacht wird, wissen wir zum Teil, aber es bleibt immer auch noch ein Graubereich. Genau. Wo wir nicht wissen, was passiert denn damit eigentlich. Ja? Also die sogenannten Plattformkonzerne sind heute die reichsten Konzerne der Welt, mit großem Abstand zu irgendwas in Deutschland. Ja, also Realwirtschaft ist sozusagen am unteren Ende angelangt. Und diese Plattformkonzerne verkaufen uns ja, dass sie uns ihre Leistungen umsonst anbieten. Ja, also wenn ich Google Maps aufmache, wenn ich überhaupt Google aufmache, zahle ich nichts dafür. Was dahinter steht, ist ein Autor, den ich schätze, sagt, ein perverses Geschäftsmodell. Denn was dahinter steckt, ist, dass jeder Klick von uns verkauft wird. Trillionenfach verkauft wird. Das, was wir also reingeben, das ist ja unsere Lebensspur. Jeder Klick, den ich mache, verrät was über, wie ich denke, wie ich auswähle, wie ich reagiere, wie schnell ich reagiere. Und jeder Klick wird verkauft. Ja, das muss man sich klar machen. Und auch erfasst. Erfasst, gespeichert, verkauft. Ja, also aus dem, was ich jetzt in 13 Jahren Handy gemacht habe, das ist alles gespeichert. Ja, die dürfen speichern mein ganzes Leben. Das ist eigentlich unvorstellbar. Unvorstellbar. Weil, also der Prozess als solch, aber natürlich auch die Mengen, die da natürlich weltweit jeden Tag anfallen. Es ist ja auch, was den Energieverbrauch betrifft, dann eine, sagen wir mal, ein Aspekt, der gerne nicht so offen ausgesprochen wird. Täuscht mich das? Oder wir haben hier in Frankfurt ja einen dieser weltweiten Knotenpunkte. Ja. Der verbraucht, wenn ich das richtig weiß, ein Drittel der gesamten Energie, die die Stadt Frankfurt in der Stadt Frankfurt anfällt. Ja. Also das heißt, es ist klar, wenn man darüber spricht, dass sozusagen diese Kapazitäten der Speicherung ja immer weiter ausgebaut werden. Ja, die Computer werden immer leistungsfähiger, ich kann immer mehr speichern, ich kann immer mehr Algorithmen einsetzen, die mir das ganze Gespeicherte ordnen. Ja, ich kann heute sagen, lieber Kunde, von einer Salbe, die gegen irgendeine Hautkrankheit hilft, Psoriasis heißt es, glaube ich, eine der unangenehmsten Hautkrankheiten,
Ich kann dir garantieren, wenn du bei mir wirbst, ich suche dir alle Psoriasis-Kranken über 50 Jahre der Welt raus und nur die bewerben wir. Ja, das heißt, das ist das, was passiert. Das ist das Geschäft, was hinter unserem Rücken mit unseren Daten passiert. Und was natürlich das heißt, ist, dass wir das Handy aufmachen, Google aufrufen und schon werden wir geleitet auf irgendwelche Werbeangebote. Ja, jeder kennt das, genau. Jeder weiß das. Jeder weiß das. Ja, aber das findet statt trillionenfach. Und das ist das Geschäft, was gemacht wird. Gab es da irgendeinen Punkt, einen Zeitpunkt, wo die Politik versäumt hat, zu sehen, was da passiert? Oder hat man das schon sehenden Auges durchgewunken, sozusagen das permanente Erheben dieser Datensätze? Also ich denke, es gab ganz am Anfang, ja sogar in Amerika, von verschiedenen Senatoren Bestrebungen, dass man zum Beispiel Google splittet. Ja, dass man nicht, es gibt kein Google US, sondern es gibt pro Staat, wird die Datenspeicherung begrenzt. Da gab es Versuche, ist nie durchgegangen. In Europa hat man lange Zeit gesagt, naja, die verdienen ja eh kein Geld, die gehen ja ein. Ja, ist ja umsonst. Also man hat das Geschäftsmodell nicht richtig durchschaut in den ersten Jahren. Ja, und das Geschäftsmodell beruht natürlich auch darauf, dass eine enorme Skalierung erreicht wird. Also enorm viele Nutzer darauf zugreifen, was natürlich sofort eine unheimliche Kraft kriegt, wenn ich was umsonst anbiete. Jetzt haben wir den Salat, kann man sagen. Jetzt haben wir den Salat. Ich möchte nochmal auf diesen Energieaspekt kommen. Es gibt Vergleiche, dass wäre das Internet ein Land, hätte es, glaube ich, den dritt- oder viertgrößten Energieverbrauch weltweit. Es ist ja klar, dass das weiter auch anwächst, dieser Energieverbrauch. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja im vergangenen Jahr auch durch die Fridays for Future-Bewegung zumindest in dieser Phase mal ins Bewusstsein gekommen, alles, was wir machen, verbraucht Energie. Da ist auch vom Fliegen natürlich die Rede, CO2-Verbräuche spielen damit rein. Mhm. Aber was wir auch, glaube ich, im Vorfeld mal uns angeguckt haben, war, dass die internationalen Streaming-Dienste, also das permanente Angucken von Filmen oder doppelt so viel Verbrauch hat, wie das Fliegen. Kürzlich sagte hier auch noch ein junger Schüler aus der Buchhandelsschule hier in Frankfurt, oh, das hab ich mir noch nie so überlegt. Das heißt, das ist nicht so im Bewusstsein, scheint mir. Ne? Was das eigentlich sozusagen nach hinten an Auspuff. Muss da die Politik auch für sorgen, dass das transparenter wird? Ich glaube, diese Zahlen zu erheben ist auch, oder an die Zahlen zu kommen, ist nicht einfach. Bist du doch eigentlich, oder? Das ist eigentlich einfach. Also ich kann nur ein paar Zahlen hinzufügen. Als ich das angefangen habe, das Buch zu schreiben, 2016, hieß es, der Stromverbrauch durch Digitales ist so hoch wie der Verbrauch für den ganzen privaten Flugverkehr. 4 Jahre später war er schon doppelt so hoch und jetzt ist er noch mal höher. Nochmal. Also das geht exponentiell nach oben, der Verbrauch. Und das Schlimmste ist wirklich von unterwegs streamen. Ja, ein Film streamen ist wie einen halben Tag normaler Haushalt, Stromverbrauch. Ein Film. Ein Filmchen, eines Film. Gerätes. Ja. Und das Schlimmste ist eben kein WLAN, sondern ich gehe nach draußen, LTE, und setze jede Menge Maschinen in Gang, die mir versuchen, den Film auf das Handy zu spielen. Und da hilft meines Erachtens nur, das will man und kann man nicht verbieten, will man ja auch gar nicht. Ja? Also ich meine, Digitales hilft uns im Alltag, kann ich ja nicht verbieten. Aber ich muss, wie bei allen, ich sag mal, Gütern, die Strom verbrauchen, dazu auffordern, dass ich mich effizient verhalte, dass ich sage, ich streame eben nicht, wenn ich draußen im Taxi bin oder unterwegs oder vor der Ampel mal schnell nochmal was aufrufen. Ja, das ist so eine Art, ich nenne das immer Digital Detox, die ich mit mir selbst betreiben kann. Natürlich brauchen wir eine politische Aufklärung. Natürlich brauchen wir auch mal
Ja, was ist denn normal, was ist nicht normal? Da sind wir noch nicht. Ja, was sind für Werte normal und was ist dann ja, eigentlich schon zu viel? Darum müssen wir uns kümmern, denn wir gehen ja gleichzeitig ja, in eine erneuerbare Stromproduktion. Wir können nicht unendlich Windräder bauen. Ja, es wird auch kein Wunder geschehen. Ja, wir kommen von allen Seiten eigentlich unter Druck in der Stromproduktion und müssen in jeder Seite, in jeder Sparte effizienter werden. Also es ist ja, keiner wird es bestreiten, sehr sinnvoll, wenn man in Hamburg unterwegs ist und es stößt einem was zu, dass man die Daten, die Krankendaten aus Frankfurt rucki-zucki ja, in... Also das darüber reden ja, wir ja nicht. Nee. Aber was zum Beispiel die Handys, wir wissen das ein bisschen, in der Frühentwicklung von Kindern auch anrichtet, das ist, glaube ich, alles bekannt, aber die Politik, es wird überhaupt gar nicht, es kommt, gelangt nicht in einen öffentlichen Diskurs. Richtig, und jetzt ist auch noch davon die Rede, dass die Schulen entsprechend ausgestattet werden. Da schütteln Sie wahrscheinlich mit dem Kopf. Mir ist nicht ganz klar, vielleicht wissen Sie, was man darauf antwortet, an anderer Stelle darauf antwortet. Mir ist nicht klar, was ein technisches Gerät besser machen kann, weil schlussendlich man muss rechnen können, man muss schreiben können, man muss Texte erfassen können. Ein Text in einem stinknormalen Printbuch oder wenn ich es auf einer elektronischen Tafel habe. Es geht um den Inhalt. Was ist der Gedanke dahinter? Warum will man das da an den Schulen? Warum meint man da, dass an den Schulen da ganz besonders wichtig ist, dass diese ganze Technik dort richtiggehend durchimplementiert wird? Also aus meiner Sicht hat das mit dem Thema Anbetung zu tun. Ja, also in der Industrie haben wir die Anbetung, wenn ich digitale werde, dann kann ich Geschäfte auf einmal unheimlich skalieren. Ja, das geht nur für Vermittlungsgeschäfte, das machen wir uns immer nicht klar. Ja, Realwirtschaft bleibt Realwirtschaft. Irgendjemand muss produzieren. Ja, die ganzen Mittler, wie die große Amazon, haben damit nichts zu tun, weil die nur Vermittlungsgeschäfte machen. Das ist echtes digitales Geschäft. Und davon ist man so beeindruckt, dass man denkt, wir können das auch. Ja, dann führt das jetzt direkt ein bisschen dazu, mal zu gucken, wer diese Leute eigentlich sind. Sie waren, wie Sie vorhin auch schilderten, mehrfach in Amerika. Sie haben auch die, ja, wie soll man sagen, die Erfinder, die Betreiber, die Spitzenmanager dort getroffen und Sie beschreiben die als eine ganz bestimmte Spezie Management. Was haben Sie da gesehen, gehört, erlebt? Ich schilder vielleicht mal eine Episode, die war ganz am Anfang meiner Reisen dann auch in die Unternehmen. Das war der Werksbesuch bei der Firma Tesla in Fremont, Kalifornien. Dort war ich mit einer hessischen Wirtschaftsdelegation unterwegs. Es waren 30, 35 Leute, wurden erstmal in so einen Spielzeugbahn verfrachtet, die uns durch das Werk fahren sollte. Alle mit so einem Headset ausgestattet und ein Führer unserer Gruppe, unglaublich dynamischer Mensch, fiel mir sofort auf. Ja, bei uns machen Werksführungen, machen pensionierte Mitarbeiter. Ja, und bei den Automobilern machen es vielleicht ein bisschen jüngere Leute, aber Leute, die im Unternehmen arbeiten. So, also war ganz dynamischer Mann, fiel mir sofort auf, der extrem stark gestikulierte und ich irgendwie dachte ich, interessant. Der macht aber eine gute Show hier. Ja, ich war erstmal ganz beeindruckt. Dann bin ich am Ende der Führung, konnte aber keine richtige Fachfrage beantworten oder wollte nicht oder wich aus oder so. Dann bin ich am Ende von der Führung, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Und dann hat er gesagt, ich bin mal ganz ehrlich, ich arbeite überhaupt nicht hier. Ich habe gesagt, wie, Sie arbeiten heute hier? Überhaupt nicht hier. Ich bin Schauspieler, ich bin hier engagiert. Das ist so, wissen Sie, da denken Sie... Inszenierung. Täuschung. Täuschung sogar. Ja, das ist doch eigentlich erstmal enttäuschend und in dem Enttäuschen steckt eine Täuschung. Ja, ist ja nicht verboten, aber es ist eine Art Täuschung. Ja, verstehe. Und solche Erlebnisse hatte ich mehrere in dieser Zeit. Und das, also wenn Sie bei Google sind, Sie hören dann immer davon, da wird zum Beispiel erzählt, also wenn man fragt, was ist denn Ihre Strategie für die Zukunft?
Erzählen Sie uns mal, was Sie vorhaben. Ja, also wissen Sie, wir arbeiten an dem Konzept der Suche. Ja, das ist so, also dieses ganze Thema der Suche ist so tief und wir arbeiten an, ja, was machen Sie konkret? Ja, wir arbeiten an diesem Konzept der Suche. Und da können Sie sich einen halben Tag, ne, hören sich das Konzept der Suche an und Sie haben nichts verstanden, weil da auch nichts, ja, Greifbares zu erzählen ist. Und wirklich, was ist denn eine Google-Suche? Eine Google-Suche hat mit dem Konzept der Suche ja nichts zu tun, sondern ist, wie wir eben besprochen haben, eine manipulierte Ergebnisliste auf Konsum hin manipuliert. Es hat mit dem Konzept der Suche nur gar nichts zu tun. Und diese ständige Überhöhung mit Sinn, der nicht da ist, ist das, was mich am meisten enttäuscht hat. Die glauben das ja selber, diese Überhöhung. Ja, die, sie werden ja auch gehätschelt, glaube ich, nicht sehr. Aber die glauben das selber. Sie beschreiben das an einer Stelle in Ihrem Buch auch sehr hübsch. Das, ich glaube, es ging um Google in dem Fall. So ein ganz bestimmter Typus auch quasi herangezüchtet wurde. Das ist, so wie Sie es beschreiben, vollkommen logisch, dass das nur so gewesen sein kann und so wahrscheinlich auch noch immer in weiten Teilen ist. Wollen Sie das kurz beschreiben, was das für ein Typus, also was sozusagen, was man da für Typen vorfindet, die uns dann schlussendlich in unserem Verhalten und in unserer Lebenswelt aufs Heftigste beeinflussen? Mhm. Also die Berufsgruppen, die bei einer Firma wie Google arbeiten, sind ja im Wesentlichen Programmierer und heute Algorithmiker und übrigens Psychologen. Ja, also was macht ein Algorithmiker? Ein Algorithmiker wird danach bezahlt, wie lang er es schafft, jemand am Handy zu halten. Ja, das ist so, werden Algorithmiker bezahlt. Das kann man ja heute wieder gemessen. Ja, sie klicken irgendwo rein. Und der wird danach bezahlt, wie lange er sie da drauf hält. Ja, und wie lange er sie in die richtige Richtung, nämlich zum richtigen Konsum leitet. Das ist der Bezahlungsvorgang, also der Entlohnungsvorgang, Belohnungsvorgang. Das sind ja zum Teil extrem komplexe Programmierungen, die sie dahinter legen müssen, ehe sie mal da drauf kommen. Und dafür brauchen sie Menschen, die erstmal von der Programmierung besessen sind. Ja, besessen sind. Und die so besessen sind, dass sie sich nicht so Fragen gestellt haben, wie ich mit der PlayStation. Ja, willst du das eigentlich machen? Schöner Seitenaspekt dabei ist, dass Sie übrigens das Buch auch wirklich äußerst unterhaltsam geschrieben, auch lustig, auch sarkastisch zum Teil. Es macht großen Spaß, es zu lesen. Machen Sie sich ein bisschen lustig über die Armade an Gleichstellungsbeauftragten und Seminaren und Workshops. An und für sich, würde man sagen, eigentlich eine prima Sache, nur es wird nicht gleichgestellt. Also über Jahre oder Jahrzehnte, kann man jetzt fast schon sagen, werden die Mitarbeiter da quasi geimpft, die verinnerlichen das auch irgendwie, aber es passiert nichts. Was ist das? Ist eine Männerdomäne, muss man schon sagen. Ja, ist auf jeden Fall eine Männerdomäne. Und also erstmal findet man das ja toll, wenn man das hört. Wir haben jetzt Milliarden in Diversity-Programme investiert. Das ist ja erstmal, denkt man, wow, haben wir ja in Deutschland noch nie gemacht so. Ne? Aber der Ansatz, der dahinter steht, ist eben ein Ansatz, um den sich nie jemand wirklich inhaltlich gekümmert hat. Sondern es werden dort, also jeder Mitarbeiter und schon gar jede Führungskraft wird sehr häufig durch sogenannte Diversity-Seminare gezogen, wo immer wieder immer auf die Finger gehauen wird. Du hast das gesagt, du hast das falsch, 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 falsch. Ja, das ist eine Art von Gleichstellungstraining, die wir in Deutschland Gott sei Dank dabei sind, völlig abzulegen, weil die zu nichts führt. Mhm. Die führt zur Verstärkung von Vorurteilen. Ja, wenn ich sage, dir ist die rote Linie, darfst du überhaupt nicht über das Wort darfst du nicht mehr sagen. Ja, ist ja ein Ansatz, der komplett überholt ist in der ganzen Thematik Migration, Gleichstellung, in allem, woran wir arbeiten seit Jahrzehnten, macht man das eigentlich nicht mehr. Aber bei Google wird es so gemacht. Nach wie vor. Es gibt auch sehr große
Firmen, sehr bedeutende Firmen, die nicht so bekannt sind. Palantir ist so eine. Da müssen Sie uns das noch kurz erklären, denn das ist ein bisschen spooky, wie man heute sagt. Was hat es mit dieser Firma oder Firmen dieser Art, wird nicht die einzige sein, die da so operiert. Das, Sie beschreiben das mit Orwellschen Anklängen. Ja. Also, Palantir will ja übrigens jetzt wirklich an die Börse gehen. Ne? Ich lese jetzt öfter mal, jetzt wollen sie wirklich an die Börse gehen. Palantir ist ein Unternehmen, was sich direkt nach dem 9-11-Desaster in Amerika gegründet hat. Ich bezeichne das im Buch immer als private Spionagefirma. Und Palantir ist gegründet worden von Peter Thiel, der schon die Firma PayPal gegründet hatte. Einer der ich glaube, ein Frankfurter großen, kann das sein. Ja, in Frankfurt geboren, richtig. Einer der großen Investoren im Silicon Valley, übrigens auch Facebook-Mitgründer. Das ist zum Beispiel jemand, der sagt, wir brauchen noch mehr Monopole. Wir müssen die Welt beherrschen, wir brauchen mehr Monopole hier. Ja? Was redet über Wettbewerb? Ja, brauchen wir Wettbewerb? Also die richtige Idee für ein Unternehmen ist ein absolutes Weltmonopol. Also das ist eine libertäre Ausrichtung, die in Amerika einige Anhänger hat. Extremster Art. Sehr extrem Kapitalismus, kapitalistisch. Also für meine Begriffe, also das ist eine andere Überschrift, die ich mal im Buch geben könnte, ist, dass ich glaube, dass die auf einem Pfad in einen dysfunktionale Wirtschaft und dysfunktionalen Kapitalismus sind. So, dieser Peter Thiel gründet eine Firma, die er Palantir nennt und sagt, wir werden eine Software bauen, die diese ganzen Terroristen überführt. Ja, das ist das Ziel. Wir wollen die Welt heil machen von diesen ganzen Terroristen. Die Achse des Bösen, wir werden sie bekämpfen. Er sagt uns, die Achse des Bösen, die werden wir bekämpfen. Nun ist aus meiner Sicht der Begriff der Achse des Bösen sowieso schon ein Begriff, über den man mal nachdenken muss. Ja, ne? Ja. Das ist ja, das Böse entsteht ja nicht aus nichts, sondern das hat einen Grund. Soweit wird aber nicht gedacht, sondern wir müssen geheimdienstlich jetzt alles beforschen, was geht. Ja, wir müssen mit einer Software, die sie entwickelt haben aus der PayPal-Software. PayPal ist ja ein Bezahlsystem und man hatte dort schon eine Software erfunden, die sowas betrieben hat wie eine hochmoderne Schufa, ja, die also nachgeforscht hat, ne, wie viel Geld hat er denn wann, wie oft hat der wann sein Konto überzogen, ja, wie oft ist er überhaupt umgezogen, all solche Dinge. Wie gesagt, findet man raus über PayPal-Software. Diese Software wurde weiterentwickelt und ist dazu benutzt worden, dass man aus den verschiedensten Datenbanken, auch polizeiliche Datenbanken, auch Geheimdienstdatenbanken, die man alle zusammenlesen kann und daraus sozusagen, wenn man den Namen Marie-Louise Wolf eingibt, ein Spinnennetz von Kontaktpersonen, Finanzdaten, persönliche Daten, spuckt das alles aus. Ja, die brauchen nur noch mal einen Namen einzugeben. Und mit dieser Methode berät man inzwischen nicht nur sehr viele Geheimdienste der Welt, sondern auch extrem viele Polizeistationen. Die müssen doch dann aber Zugriff haben auf Datensätze. Ja. Verschaffen die sich den oder kaufen die das auch oder erheben sie selber? Wie passiert das? Also das Prinzip ist immer so, dass sie Palantir engagieren. Ja? Sie holen sich die Leute ins Haus, die nehmen ihre Software, das ist im Wesentlichen diese Gotham-Software, setzen die Software auf die Polizeidatenbank, ja, oder die Geheimdienstdatenbank und gleichen das ab mit dem, was sie in der Gotham-Software haben. Dann wird diese sozusagen gemixte Software, ach so, übrigens auch Netzdaten, kommen da rein. Also alles, dem man habhaft werden kann, auch Polizeiprotokolle, Verhörprotokolle, da geht alles rein. Die können aus den verschiedensten Datenhaufen ein Netzwerk bilden. Und dann wird diese sozusagen aufgepimpte Datenbank der Polizei wieder an die Polizei zurückgespielt. Ja, das ist das Prinzip von Palantir. Das heißt aber, dass in einer, also mindestens mal in der Zeit, wo damit gearbeitet wird, man weiß auch nicht, was nachher mit diesen ganzen Daten, angereicherten Daten passiert, ein Privatunternehmen
staatliche Aufgaben unterstützt, mit übernimmt und so weiter. Ich wollte nochmal auf den Punkt kommen, weil Sie vorhin von den Robotern sprachen, die möglicherweise hochkomplizierte Operationen am Gehirn vornehmen, passiert ja auch schon länger. Ich glaube nicht, dass... Kann auch manchmal besser sein, ja? Ich glaube nicht, dass da irgendjemand dann sowas behindern will, die weiteren Entwicklungen dort. Aber etwas anderes ist es ja, wenn uns Elektroroller als Wahnsinns-Start-up präsentiert wird. Oder, wie ich finde, auch ein sehr schönes Beispiel, Sie sprachen es vorhin schon an, mit der Monopolisierung von Lieferdiensten. Das ist, die nimmt man seit einiger Zeit auch in unseren Innenstädten wahr und, oder überhaupt in den Städten nimmt man die wahr, aber es ist überhaupt nicht klar, was da für ein Rattenschwanz dran, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Und das verändert ja tatsächlich auch so, sag ich mal, das soziologische Gefüge. Irgendwann schwappt das eben auch in das Verhalten der ganzen Gesellschaft rein. Und da sagen Sie auch ganz klar, das sind Spiele für Erwachsene, wie nennen Sie das? Ja, Spielchen, Spielzeugfässer, ja. Sind denn tatsächliche Neuerungen noch zu erwarten? Ich meine, früher war es so mit dem Handy, da gab es dann, jede Generation hatte tatsächlich dann noch irgendwas und das ist dann auch abgeflacht. Ist das nicht irgendwo ausgereizt? Scheint es ausgereizt zu sein? Also jetzt, was den privaten Bereich betrifft. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das Handy ausgereizt ist. Ja, das Handy hat eine ganz andere Kraft als früher Unterhaltungselektronik. Ja, wir haben uns auch total gefreut über eine tolle Stereoanlage oder eine kleine Kamera oder so. Aber das Handy hat eine ganz andere Potenz in der Abhängigkeit. Ja, weil so viele Funktionen darüber laufen und weil natürlich die Mechanismen von Algorithmen so verhängnisvoll sind, dass sie uns abhängig machen. Gut, aber die Technologie ist quasi schon da, sie wird aber noch nicht so, sagen wir mal, durchgenutzt, wie sie es könnte, aber ist als technische Entwicklung gesehen da noch was drin? Also als technische Entwicklung ist da noch viel mehr drin. Ja, also wieso hast du eigentlich nur einen Bildschirm? Also die Firma Google hat ja in der letzten I.O.-Entwicklerkonferenz angekündigt, dass sie Doppelhandys machen, ne, wo vier Bildschirme drauf sind. Wo ich gleichzeitig was bestellen kann, Film angucken, mit Facebook mich koordinieren kann und noch was anderes, Bilder angucken. Ja, also dieses Thema Multitasking hat noch unendlich viele Potenziale, die uns menschlich zusetzen werden. Multitasking ist ungesund, da geht aber noch mehr. Ne? Also da ist noch viel drin. In Ihrem Buch schreiben Sie dann schlussendlich auch, was wir eigentlich beachten müssen, was wir tun müssen. Wir könnten das digitales Grundgesetz nennen vielleicht. Nennen Sie uns doch da bitte die wesentlichen Punkte, wo Sie sagen, das muss sofort, das muss sofort, das muss sofort. Ja, ich würde gerne beide Wegweiserlisten mal ansprechen. Da habe ich eben ein bisschen vergessen, Ihnen zu antworten richtig. Also, was man bei dem Thema Digitalisierung stärker regulieren, wo ich da mich einen starken Akzent drauf setze, ich bin davon überzeugt, dass wir stärker regulieren müssen, auf jeden Fall uns stärker durchdenken sollten, ist, wie lange darf ein Unternehmen speichern? Ja, also, die Speicherung über einen unbegrenzt langen Zeitraum halte ich nicht für richtig und sollte man verbieten. Edward Snowden hat gesagt, wenn ich Daten sammle, speichere und sammle, verändert das den Charakter einer Gesellschaft. Ein sehr wahrer Satz. Klug. Sehr kluger Satz. Ja, deswegen finde ich, da müssen wir uns stärker mit beschäftigen, was das mit uns macht. Ja, das ist ein Thema. Also nicht so lange Daten sammeln. Das zweite Thema ist belastet, das ganze Themenbereich, belastet ein Unternehmen wie Amazon mit den Kosten, die es auch verursacht. Ja, Amazon ist im Wesentlichen ein Logistikkonzern. Fährt über unsere Straßen, nutzt unsere Flughäfen, nutzt unsere Infrastruktur, zahlt keine Steuern. Ja, das geht nicht. Fast das geht nicht. Ja. Wir müssen anfangen, diese Nutzung von Infrastruktur auch in Preisen zu sehen. An der Stelle ganz kurz, das ist doch ganz offensichtlich, hier fehlt der politische Wille.
man nicht, also, oder es ist doch nicht so, dass Amazon jetzt ganz besonders clever ist, wenn die Politik wollte, kann sie. Wir haben einen ersten Schritt gemacht, muss ich sagen, mit dem CO2-Preis für Brennstoffe wie Benzin. Ja, das wird ja schon mal, oder alle anderen Brennstoffe, die verwandt werden. Das wird auf jeden Fall schon mal die Rechnung verteuern. Aber ich würde da ja deutlich weitergehen. Ja, ein Unternehmen, was sich in Irland ansiedelt und den meisten Umsatz in Europa in Deutschland macht, da muss ich hinterhergehen. Das versucht Frau Vestager, aber da muss viel mehr Druck hinter. Die klügsten Leute müssen sich damit beschäftigen, wie wir da ehrliche Preise zustande bekommen. Halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Dann kommen wir mal zum Umgang mit den digitalen Geräten. Im Wesentlichen ist es ja das Smartphone, was so zentral ist, ja, als digitales Gerät. Ich versuche das in meinem Unternehmen, aber ohne als der große Verbieter aufzutreten. Ja, aber ich fordere dazu auf, dass wir in keinem Meeting, wo wir zusammensitzen, mehr ein Handy auf dem Tisch haben. Ups. Ja, weil ein Handy ablenkt. Weil ein Handy die Unterhaltung oberflächlich macht. Ja, dann ein Thema, ein Phänomen, was wir alle erleben, ist das sogenannte Fubbing, neues englisches Wort, aus Phone und Snubbing zusammengesetzt. Snubbing heißt jemand verächtlich behandeln. Und Fubbing erleben wir jeden Tag. Also wir sind in einem Gespräch und plötzlich zieht jemand sein Handy raus. Ja, der kann es einfach nicht mehr aushalten. Er muss gucken, ist da jetzt was für mich angekommen? Ja, das erleben wir jeden Tag. Oder wir kommen auf den Begriff, wann war noch mal die deutsche Revolution? Ah, ich gucke mal in dem Handy nach. Der Gesprächsfaden ist sofort weg. Also das ist das erste Gespräch unterbrochen. Und derjenige, der nicht im Handy nachguckt, ne, sondern der da gegenüber sitzt und gerade unterbrochen worden ist, weil er wollte mal überlegen, wann war das noch mal, fühlt sich empathisch verlassen. Ja, das ist ja, das macht ja was mit einem. Und in der Vielfalt verändert es eine Gesellschaft. Es verändert Gesellschaft, es verändert Gespräche, es verändert Gesprächsfähigkeit. Ja, wir gehen heute durch Städte, gucken Sie mal da raus, gucken Sie mal da, der da auf dem Stein sitzt. Ja, es gibt, also ich erlebe das jeden Tag, die Leute können es nicht mehr aushalten, vor der Ampel zu stehen und nicht das Handy rauszuholen. Ja, die Umgebungswahrnehmung ist weg. Da fällt mir an der Stelle ein, die Technik ist angelegt auch in, diese, in dieser Sucht. Ja, das ist Suchtverhalten. Ja. Das Tolle ist, also das Gute, die gute Botschaft ist, dass ich mir das relativ schnell abgewöhnen kann. Ja? Also wir sind durchaus schnell heilbar von diesem Verhalten. Und wir merken auch, ja, ich habe das an mir selber trainiert, wie gut es einem tut, wenn man das Ding mal 3 Stunden wegschließt. Ja, ich möchte noch mal den Punkt von vorhin vielleicht anfügen, dass auch der Energieverbrauch eine große Rolle, viel größere Rolle spielen sollte. Kann man vielleicht auch noch, da gibt es vielleicht auch, wie soll ich mal sagen, eine größere Andockstelle für die Politik auch, denn das kann sie ja, sie kann ja Energie teurer machen oder, ich weiß nicht, gibt es sicherlich... Also man kann Energie teurer machen, natürlich. Sie können aber nicht regulieren, wie viel jemand streamt. Das wird nicht gehen. Ja. Und da sind aber, also das sind Prozesse, glaube ich, die man aufklärerisch betreiben muss. Ja, die auch jeder, das kann kein Staat machen. Auch keine Regierung. Aber da müssen wir dazu kommen, Menschen mehr aufzuklären. Ja, also wir leben heute von einem Nachrichtenstrom, der da so rüberhuscht, ne, und jeder sagt, oh, ich lesen kann ich nicht mehr, mach mal eben den Film an. Ja. Ja, und schon habe ich wieder gestreamt. Ja, das sind Prozesse, die... Also ja, die Menschen müssen selber drauf kommen quasi, sich das selber drauf kommen. Ihnen wird es sehr schwer gemacht, den Menschen, weil wie gesagt, die Technik ist so angelegt, dass eben genau dieses Nachdenken oder diese Achtsamkeit eigentlich nicht passiert. Frau Wolf, Sie haben ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben. Ich glaube, es kommt zur rechten Zeit. Ich hoffe, dass wir mit dem Buch, dass Sie mit dem Buch die Diskussion, die kritische Diskussion über das, was um uns herum passiert auf diesem Gebiet, befeuert wird. Vielen Dank für das Buchschreiben und vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns in Frankfurt. Danke Ihnen.